Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Folgesektion der Formationstrainer am Dienstag, dem 27. August 2013. Wir waren ein paar Tage weg, als kleine Wiedergutmachung dafür, dass wir am Wochenende nicht da waren, gestern nicht da waren, heute eine extra Ausgabe. Denn normalerweise, wissen Sie, gibt es die Folgeausgaben am Montag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Wochenende. Wir beginnen praktisch traditionell mit Euro-Dollar und Euro-Dollar ist nicht leicht zu traden. Wir haben heute einen Daytrade versucht über die kleinere Zeiteinheit. Auch das hat nicht funktioniert, das sah aus wie eine Bärenflagge. Aber insbesondere über die größere Zeiteinheit, also über die Stunde, über den 4-Stunden-Chart, über den Tageschart, ist das im Moment extrem schwierig zu traden. Ich will Ihnen erklären, warum. Wir machen hier gerade mittlerweile über den Tag einen lupenreinen Bärkai. Diese bärische Kai-Formation wird eher bärisch aufgelöst, als dass sie bullisch aufgelöst werden sollte. Diese aufsteigende Trendlinie wird aber jetzt zusätzlich unterstützt durch die 20-Tage-Linie. Da kann man sagen, also, wenn wir die 1,3320 bärisch aufgeben sollten, am besten merkt man sich per Stundenschlusskurs die 3310, schauen sich das an, das kennen Sie mittlerweile, darüber haben wir mehrfach gesprochen. Diese horizontale Marke, wenn sie bärisch aufgelöst werden sollte, dann hat der Markt Potenzial in Richtung 1,3220 zu laufen. Das ist dann die nächste Zone, die wir ansteuern könnten. Da muss man aber auch sagen, dann ist ja diese bärische Keilformation bärisch aufgelöst worden. Dann ist auch nochmal übergeordnet eine Bewegung in Richtung der 200-Tage-Linie möglich. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier über den Wochenchart langsam anfangen, Stärke zu entwickeln. Schauen Sie sich das an, wie hier die K- und D-Linie anfangen, hier Stärke zu entwickeln und so langsam sich umeinander schlingen. Oberhalb der 80er-Marke, wir kriegen hier eine Art nicht ganz saubere High-Base-Formation und wir sind jetzt gerade oberhalb der 200-Tage-Linie. Das heißt, wenn der Markt hier diese bärische Kai-Formation bullisch auflösen sollte und hier sogar über die 1,35 gehen sollte, dann haben wir dann Potenzial in Richtung des Jahres hochzulaufen. Das ist dann also in Richtung 1,3650, möglicherweise auch hier mit dem Schatten in Richtung 1,37 ranzulaufen. Also, wir haben hier divergierende Aussagen und das, was wir definitiv gerade im Markt haben, sind einfache Setups, die wir traden können. Gehört unter anderem der Kiwi gegenüber dem Schweizer Franken, der hier diese Unterstützungszone, Unterstützung, 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 Unterstützung mit einer Low-Base-Formation bärisch aufgelöst hat. Das kann man auch sehr gut hier über die Woche sehen und deswegen hat der Markt jetzt hier Potenzial für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung. Einstiegsmarke, also unsere Triggermarke, Stop-Loss-Marke, kann man über unsere Triggerliste finden. Und wenn der Markt noch einmal zurückkommt an diese alte Unterstützungszone hier, an die 71,90, da kann man das nutzen, um dann nochmal diesen Markt in Richtung 71 und darüber hinaus dann weiter bärisch zu shorten. Dementsprechend ist nämlich unser Trade Kiwi gegenüber dem kanadischen Dollar, wo wir hier diese mehrfache Unterstützungszone gekauft haben, zum Beispiel hier über den Stundenchart, diese trendunterstützende Linie, eine bullische Keilformation plus die 82er Marke ist bärisch aufgelöst worden und deswegen sind wir da ausgestoppt worden. Wir haben einen kleinen Verlust. Wir haben kein Setup mehr, wir wollen daran nicht mehr beteiligt sein. Wir würden aber jetzt nicht gerade den kanadischen Dollar unbedingt gegenüber dem Kiwi laufen lassen, sondern wenn, was ich Ihnen zum Beispiel gezeigt habe, den Schweizer Franken. Auf der anderen Seite ebenfalls interessante Konstellation ist nämlich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wir haben immer wieder miteinander über diese Zone gesprochen, nämlich die 1,2286, man kann sich rund die 1,30 merken. Schauen Sie sich das an, hier über den 4-Stunden-Chart, nee, das ist sogar über die Stunde. Unterstützung, 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 Unterstützung und wieder Unterstützung. Wenn diese Zone bärisch aufgelöst werden sollte, haben wir Potenzial. Wichtig ist bitte, dass Sie sich eines klar machen, wir haben über den Tageschart hier im Bereich der 1,2276 die 200-Tage-Linie und wenn ich einmal ein bisschen rauszoome, dann werden Sie sehen, schauen Sie sich das an, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung und wir brauchen den Bruch der 200-Tage-Linie, also die horizontale Marke muss bärisch aufgelöst werden, plus es muss nämlich die 200-Tage-Linie bärisch aufgelöst werden, dann haben wir Potenzial für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung, ist momentan auf Watch, aber nichts, was man aktuell traden kann. Der japanische Yen fängt wieder an stark zu werden, die Frage ist, wie nachhaltig, wir haben ja zuletzt immer wieder Probleme gehabt mit dem japanischen Yen, weil er A gesagt hat, aber nicht B gesagt hat. Deswegen muss man da ganz vorsichtig sein und darum, wenn, dann sollte man etwas über die kleinere Zeiteinheit traden. Das, was hier nämlich, der, vielleicht kann ich Ihnen das einmal über den Tag zeigen. Also, lange, lange bestehende Aufwärtstrendlinie wird bärisch aufgelöst und der Markt läuft dann wieder an diese Trendlinie ran, läuft sogar oben drüber, sollte eigentlich nicht sein, läuft dann an die horizontale Marke und wird jetzt heute heftig abverkauft. Jetzt gehen wir in einem Rutsch durch die 100er, 50er und 20-Tage-Linie. Wir haben eine klare Verkaufsformation, wir haben ein fallendes Momentum.
Das ist mehr bärisch, als dass es bullisch ist. Wir haben uns dazu entschieden, hier etwas auf der ganz kleinen Zeitebene zu spielen, nämlich der Markt fällt. Ich habe es mir den ganzen Tag angeguckt und dachte, wie wäre es denn mit dem Setup, was ich traden kann? Und er gibt uns das Setup nämlich hier mit einer Low-Base-Formation, die bärisch aufgelöst worden ist. Auch Einstiegsmarke, wir sind nicht weit davon entfernt. Stop-Loss-Marke finden Sie über unsere Triggerliste. Wenn der Markt nämlich hier diese 20er und 50er hinter sich lassen sollte, ist die nächste Zone die Runde 150. Dort wollen wir Teilgewinne realisieren und dann wollen wir gucken, ob der Markt nicht Potenzial hat wieder in Richtung der Tiefs. Und das war nämlich August 2013 und dann Juni 2013 und April wiederum, ob der Markt nicht hier an diese Zone noch einmal ranlaufen kann, ranlaufen wird. Das ist dann die zweite Zielzone, die wir hätten, wenn wir Teilgewinne realisiert haben. Haben wir noch einmal hier auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen und auf diese große, große Dreiecksformation. Und wenn Sie sich jetzt sagen, oh Mann, man hätte da oben verkaufen sollen, ist doch klar, der japanische Yen wird jetzt hier stärker entwickeln, wenn wir hier durchgehen. Naja, hier unten hieß es, wir werden hier bärisch auch durchgehen, eher jetzt kommt der Markt wieder mit Stärke zurück. Am besten ist, man macht gar nichts. Man guckt sich das an und je häufiger wir nämlich diese Trendlinien berühren, desto mehr Marktteilnehmer bekommen es mit. Und je später dann diese Dreiecksformation bullisch oder bärisch aufgelöst werden sollte, desto dynamischer ist es. Dreiecksformationen können in die eine oder andere Richtung aufgelöst werden. Es ist eine reine 50-50-Chance. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir uns emotional davon distanzieren und sagen, ist uns egal, ob der oben durchgeht oder ob der unten durchgeht. Hauptsache, es gibt ein Setup, was wir traden können und Hauptsache, wir sind mental nicht befangen, sondern wir sind mental offen für das, was der Markt uns bietet und wir traden das, was wir sehen. Wenn Sie das traden wollen, was Sie sehen und zwar nach Systematik und nicht, ich glaube, ich kann es mir vorstellen, sondern klare Wahrscheinlichkeiten nach Formationen, wie man sie erkennt, wie man sie einzeichnet, wie man systematisch mit einer Checkliste seine Ein- und Ausstiege sucht, wie man sein Risikomanagement betreibt und vor allen Dingen nicht nur in einem Seminar, sondern im Anschluss zum Seminar weitere Trading-Begleitung, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Im kleinen Kreis unterrichten wir Sie, wo Sie immer wieder Unterstützung haben. Sind Sie herzlich eingeladen, an unserem Mentorprogramm teilzunehmen. Informationen dazu bekommen Sie unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Traden Sie systematisch. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, das nächste Update zu den Forex, das gibt es selbstverständlich wieder morgen Abend. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke Pitt.